Hans Klopke. Nummer 101 auf der Kriegsverbrecherliste der Alliierten. Co-Verfasser der Nürnberger Rassengesetze, Komplize von Stuttgart, dem Mitglied der Wannsee-Konferenz, wo 10 Millionen Juden in Europa ihr Todesurteil empfingen. Entging der Verurteilung in Nürnberg nur, weil er als Kronzeuge gegen seine ehemaligen Komplizen aussagte. Er war derjenige, der in den besetzten Ländern die Gesetze umformulierte, um sie den Interessen der IG Farben und den Nazis anzupassen. Nach dem Krieg? Dann nutzte dieser Herr links die Dienste dieses erfahrenen Mannes, der erste Kanzler Westdeutschlands damals, Konrad Adenauer. Er machte Klopke zum Chef seines Kanzleramts. Als Chef des Kanzleramts war Klopke verantwortlich für quasi alles, was sich im politischen Leben Deutschlands damals, Westdeutschlands damals vollzog. Kontakte zu allen politischen Parteien zum Kanzler, das Auswärtige Amt, die Ernennung aller Personen im Auswärtigen Dienst, Geheimdienst, Kontakt, Verfassungsschutz, Öffentlichkeitsarbeit und so weiter und so fort.